Hallo Leute, willkommen zurück zu Java. Ja, was wir diesmal machen, ist ein kleines angefragtes Video zu Kommunikation zwischen Threads und Prozessen. Und ja, also ihr seht, das kommt dann auch tatsächlich an. An der Stelle Dankeschön für den Hinweis, dass ich das noch ein bisschen ausführlicher machen könnte. Ja, ich habe hier erstmal einen Thread erstellt, einen ersten Thread, der hat hier einen Kommunikator C. Das ist das hier, dazu komme ich gleich. Der wird dem Konstruktor übergeben. Er implementiert das Interface Runnable. Ich glaube, das haben wir so noch nicht gemacht gehabt. Man kann einen Thread erstellen, indem man entweder Thread extendet oder man kann ein Runnable implementieren. Dann braucht man diese Run-Methode, die muss man dann halt überschreiben und erstellt sich dann den Thread, indem man einen neuen Thread kreiert und das Runnable übergibt und dann diesen Thread startet. Funktioniert quasi genau gleich. Kann man beides genau gleich machen. Genau, so. Also im Prinzip sind das hier tatsächlich nur Implementierungen von Runnable, keine Threads an für sich. Ja, Thread 2 macht genau dasselbe, nur dass er hier halt die A-Funktion aufruft, der hier ruft die Q-Funktion auf, das heißt so viel wie Question und Answer. Und ich habe das jetzt hier schon mal vorprogrammiert, weil ihr kennt das eigentlich alles schon. So, in der Main-Methode kreieren wir uns erstmal einen Kommunikator und dann erstellen wir uns zwei Threads aus den Runnable-Interfaces, die wir hier haben, denen wir den Kommunikator übergeben, starten die und schauen, was dabei rauskommt. Wobei hier natürlich eine Flag gesetzt wurde. Die Methoden selbst sind synchronized und das bedeutet natürlich, dass wir dass immer nur ein Thread auf einmal rein kann. Und ja, das ist auch sinnvoll so. So, und in der Question-Methode wird gewartet, wenn die Flag auf True ist. Anfangs ist sie auf False, das heißt, zuerst wird die Question ausgeführt. Und in der Answer-Methode hier wird natürlich zuerst die Flag wird gewartet, wenn die Flag False ist. Und dann wird sie unten jeweils auf das jeweils andere gesetzt. Das heißt, hier kommen wir nur hin, wenn die Flag auf False ist. Und hier kommen wir nur hin, wenn die Flag auf True ist. Und geben einfach nur immer diese Message aus, die wir hier mitgeliefert kriegen. Und am Schluss rufen wir noch einen anderen schlafenden Thread auf. Ihr könnt da gerne mal gucken, wenn ich hier Notify eingib, dann steht es auch tatsächlich da. Wakes up a single thread that is waiting on this object's monitor. Das bedeutet, es weckt einen Thread auf, der hier im Kommunikator durch eine Wait-Methode, also das heißt ja eigentlich this.wait, das heißt, in diesem Kommunikator, die ganzen Threads, die schlafen gelegt wurden, sind quasi in so einer Art Liste drin und einer von diesen Threads aus dieser Liste, beziehungsweise genauer gesagt, der oberste wird durch Notify aufgeweckt. Durch Notify All würden wir alle aufwecken. Okay, so, ja, was ich jetzt euch zeigen möchte, ist natürlich, dass wir hier auf irgendwelche Variablen zugreifen können. Und das kann ich machen, indem ich zum Beispiel hier einfach ein Int A auf anfangs 0 setze und den kann ich dann hier ohne Probleme irgendwie modifizieren. Also zum Beispiel hier sage ich a gleich 1 und ja, hier sage ich dann if a gleich 1, dann gebe ich erstmal a aus. A ist 1 und danach setze ich ihn auf 2. So. Ja, mehr macht das Ding nicht. Und hier setze ich einfach immer auf 1, keine Ahnung. Macht vielleicht einigermaßen Sinn. Und jetzt, wenn ich das hier ausgebe, dann steht hier immer A ist 1. Das bedeutet, ich könnte auch mal hier oben noch. Ne, lassen wir. Das bedeutet, wir rufen erstmal hier diese Question-Methode auf, wie geht's dir? Das ist dann hier oben. Da wird dann A auf 1 gesetzt. Hier wird dann gut ausgegeben, weil wir hier sysout von der Message drin haben. Und dann steht hier schon A ist 1. So, und dann setze ich hier ja theoretisch A auf 2. Und da ich aber synchronized bin, habe ich damit kein Problem. Deswegen funktioniert das so toll. Und ja, was ist los? Langeweile. Und dann da oben setze ich natürlich dann wieder A auf 1. Das heißt, hier unten wird dann wieder A gleich 1 ausgegeben. Und so weiter und so fort. Das heißt, über primitive Variablen kann man über so eine Kommunikatorklasse ziemlich gut kommunizieren. Ich kann da aber auch komplexere Sachen reinstecken, wie zum Beispiel ein String, das ist ja kein primitives Objekt mehr. String s gleich erstmal nur leer. So, und jetzt sage ich hier s gleich Thread 1 und printe das hier einfach aus. Letzte Veränderung in
plus S. Okay. So, und hier setze ich dann mein S auch noch auf was anderes, damit ihr mir auch glaubt, dass das verändert wurde. Und wenn ich das jetzt ausführe, dann gibt es einen Error. Warum gibt es einen Error? Weil ich hier schon wieder das Semikolon vergessen habe. Ich bin aktuell am Python programmieren und deswegen, da braucht man keine Semikolons. Das heißt, ich komme da ein klein bisschen durcheinander aktuell gerade. So, und hier sehen wir, das funktioniert genauso gut mit Strings. Das heißt, wir können hier tatsächlich auch immer was verändern. Also letzte Veränderung in Thread 1, letzte Veränderung in Thread 1. Jetzt, was passiert, wenn ich hier diese Synchronized rausmache? Wir sehen, dann kriege ich einen Haufen Errors. Und zwar wegen diesem Wait. Und ja, das sollte man unbedingt reinmachen. Also wenn ihr eine Methode habt, beziehungsweise irgendwie, wo drauf, auf die Notify- oder Wait-Methoden drauf zugreifen wollt oder müsst, dann müsst ihr das immer über Synchronized machen. Ich kann jetzt hier aber tatsächlich auch mal das Synchronized rauslassen und hier einfach nur ein Synchronized drumherum packen. Synchronized. Ein Synchronized Block. Und der wird dann immer komplett über die Variablen, also die Variablen, die wir dann hier brauchen, brauche ich dann hier auch drin in diesem Synchronized Block. Also jetzt wird es ein bisschen eklig. Warum machst du mir hier das Ding zu? Hör auf damit. Ich will nicht, dass du sowas tust. So. Okay. Automatisch eingerückt. Sehr schön. Und wir brauchen hier noch eine Klammer zu. Und da oben wollen wir das natürlich auch dran haben, sonst gibt es da auch wieder die Fehler. So. Okay. Wenn ich jetzt hier diesen Synchronized Block drumherum mache, dann kriege ich das Problem immer noch. Und zwar, weil Synchronized Methoden sind was anderes wie Synchronized Blöcke. Es kann eine einziges oder generell Methoden auf einem Objekt, also auf, das ist ja derselbe Kommunikator hier, wir haben hier dieselbe Referenz drin. Das bedeutet, auf diesem Kommunikator kann von allen Methoden, die synchronized sind, immer nur eine auf einmal ausgeführt werden von dem Thread. Das heißt, wenn wir einen Thread haben, ist es scheißegal. Wenn wir aber mehrere Threads haben, dann wird immer allerhöchstens genau eine Methode aufgerufen und ausgeführt von diesen synchronized Methoden. Was ist das jetzt alles schon wieder? Ja, wir können tatsächlich nur eine Methode davon aufrufen. Während bei den Blöcken, da sind ja die Methoden nicht synchronized. Das heißt, es ist durchaus erlaubt, also Wait ist dann natürlich ausgenommen bei den Synchronized Methoden. Ausführen bedeutet nicht Wait, also Wait ist was anderes. Wait heißt sozusagen, ich lege den Thread schlafen und dann führt er auch aktuell gerade nicht mehr die Methode aus. Das heißt, die Methoden werden dann wieder freigegeben, die synchronized sind. Das heißt, wenn ich hier zwei Methoden habe, die synchronized sind, darf immer nur genau ein Thread in eine von beiden Methoden rein, also nicht in beide auf einmal logischerweise, geht ja nicht. Das heißt, er kommt in eine Methode rein und führt die aus und wenn Wait aufgerufen wird, dann darf der nächste Thread rein. Oder wenn er die Methode verlassen hat. Und das ist das Coole dran, weil ja, Synchronized gibt uns da quasi Sicherheit, dass wir tatsächlich auch nur einen Thread auf einmal da drin haben. Das heißt, wir können auf Variablen drauf zugreifen und so weiter und so fort. So, mit Synchronized Statements ist es jetzt ein bisschen anders. Ich darf zwar in diesem Statement hier auch nur eine Methode, ein Thread laufen haben, aber ich kann ja durchaus hier in dieser Methode A kann ich ja trotzdem noch einen Thread haben. Das heißt, der eine Thread läuft hier in Q rein, denkt sich, okay, ich bin der Einzige hier in Synchronized und läuft hier ganz munter in Synchronized rein, während der andere sich denkt, okay, ich darf hier in A rein, A ist ja nicht Synchronized. Sieht dann hier einen Synchronized Block, ja gut, in diesem Synchronized Block hier unten ist ja noch kein anderer Thread drin. Das heißt, er darf in diesen Block rein, das heißt, sie werden wieder gleichzeitig gemacht. Synchronized bringt in diesem Fall nur was, wenn wir jetzt zwei Threads innerhalb dieser Q-Methode hätten und die Q-Methode wäre nicht synchronized. Deswegen da immer vorsichtig sein, da gibt es tatsächlich einen großen Unterschied. So, ich habe das jetzt mal wieder in den Zustand gebracht, den wir vorher hatten. Da hat es ja funktioniert gehabt, genauso. So, warum tun wir uns jetzt diesen Aufwand hier an, wenn wir doch diese Variablen direkt ansprechen können und machen das wirklich so? Warum machen wir nicht einfach das so, dass diese Variable hier tatsächlich einfach atomar ist und auch nur atomar behandelt werden kann, sprich quasi die Variable oder der Variablenzugriff synchronisiert ist? Das geht auch.
Ist an vielen Stellen schneller, weil wir tatsächlich nur den variablen Lesezugriff und Schreibzugriff dann synchronized haben und der Rest funktioniert quasi automatisch für uns. Aber an einer Sache müssen wir dann halt Einsparungen machen. Also ich zeige euch kurz erstmal, wie das geht. Erstmal kann man hier sagen volatile oder wie man es ausspricht. Ich nehme jetzt gerade mal diesen Boolean hier, den String mache ich mal kurz wieder raus. Auch hier unten packe ich den nicht mehr rein. So, und ja, wenn wir jetzt das ausführen, haben wir folgendes Problem. Wir dürfen Wait nicht aufrufen und Notify dürfen wir auch nicht aufrufen, weil die Methoden ja nicht mehr synchronized sein sollen. Das heißt, es dürfen mehrere Threads hier rein und Wait und so weiter. Genau. So, das heißt aber, wir brauchen hier ein While, ein Busy Waiting. Und das ist halt das, wo wir jetzt wieder teuer sind quasi. Wir sind jetzt hier in einer Endlosschleife, solange unsere Flag hier nicht automatisch von einem anderen Thread geändert wurde. Und genau das bedeutet dieses Volatile. Das bedeutet so viel wie, diese Variable ist eventuell mal irgendwann von einem anderen Thread geändert worden oder wird von einem anderen Thread geändert werden. Und dann kann sich dieser Inhalt ändern. Sprich, ich muss neu cachen. Und ja, das läuft jetzt, also es läuft tatsächlich auch wieder gut. Es läuft tatsächlich über ein und dieselbe Methode hier, über ein und dasselbe Objekt, denn die haben sich dann einfach sozusagen einen Speicher geteilt, also einen kleinen Speicherfleck, wo dann dieser Boolean drin steht und der kann von beiden Threads auf einmal gesprochen werden. Das heißt, es ist dann ja sozusagen Shared Memory oder sowas, wie man es nennen möchte. Okay, das Tolle ist jetzt hier natürlich, dass wir an für sich überhaupt keinen Lock halten. Also wir blockieren keinen Thread. Achso, ich habe hier noch was ausprobiert. Deswegen steht es da unten. Ich mache das mal kurz hier weg. So, das Tolle ist, dass wir hier überhaupt keinen Lock halten für irgendwelche Volatile-Variablen. Es wird einfach nur gelesen, atomar, und geschrieben, atomar. Also hier wird geschrieben und da wird halt gelesen, hier oben. Und ja, ansonsten, die Threads laufen absolut parallel. Man sagt einfach nur dem Prozessor, du darfst nicht, also der führt ja mehrere Threads gleichzeitig aus, und man sagt hier einfach bloß, du darfst mich nicht unterbrechen, während ich gerade diese Variable lese. Sprich, sie kann den Zustand nicht ändern, während ich gerade am Lesen oder am Schreiben bin. Sprich, es darf in der Zeit kein anderer Prozess oder Thread drauf zugreifen. Und somit erhalten wir dann quasi die Sicherheit, dass wenn wir anfangen zu lesen, dass da auch noch tatsächlich dasselbe drin steht, wie wenn wir fertig sind mit Lesen. Und mit dem Schreiben natürlich genauso. Wenn wir fertig sind, dann steht auch tatsächlich das mal kurz eine Zeit drin. Und ja, dann kann von mir aus jeder wieder lesen und wir haben unseren Spaß dabei. Das Tolle ist jetzt natürlich, dass dann wirklich diese Programme auch wirklich parallel ausgeführt werden. Sprich, ich muss wirklich nur da kurz Halt machen. Also es ist fast kostenlos, kann man sagen. Ansonsten würde ich hier natürlich diese Q-Methode und die A-Methode wirklich nur von einem Thread auf einmal, also entweder Q oder A hat dann einen Thread, der es gerade ausführt. Das ist hier natürlich nicht der Fall. Sprich, wenn man die Zeit hat, hier einfach eine Busy Waiting-Schleife zu machen, kann man das gerne mit einer Volatile-Variable machen. Okay, wenn ich jetzt hier Volatile wegmache, dann sehen wir gleich wieder, was passiert. Dann fliegt uns das nämlich wieder so halb um die Ohren. Ah nein, es fliegt uns nicht um die Ohren. Schade. Okay, schlechtes Beispiel. Kann man auch ohne Volatile machen. Aber ja, das liegt dann wahrscheinlich an Java 8. Das haben die ja neu gemacht. Gut. Okay, auf den String kann ich dann natürlich auch noch zugreifen. Der verträgt übrigens auch das Keyword Volatile, wenn man möchte. Wenn man nicht möchte, muss man nicht. Und ja, ich hoffe, ihr habt soweit verstanden, dass Volatile eigentlich ziemlich coole Sache ist und dass es mir dann automatisch alles Mögliche cached, was dann irgendwie sich verändert haben könnte. Gut, ja, alles klar. Dann bis zum nächsten Mal und man hört sich. Ciao, ciao.